geschmeidigen Pedalierens bei hochsommerlichen Temperaturen um 9.30 Uhr. Es ist wieder soweit. Geistiger Dünnschiss bei Party mit I. Wir haben heute irgendeinen Mittwoch in irgendeinem Sommer. Ich glaube 2020. Es ist wieder Kaffeefahrtengruppenzeit und ich wollte euch ja mal mitnehmen. Jetzt werdet ihr euch denken, hier kommen doch sonst immer andere Videos mit den blauen Jungs. Oder früher gab es mal was mit den Profis. Ja, andere Zeiten, schwere Zeiten, neue Formate. Wollten wir was ausprobieren? Deswegen heute mal ein klassischer Mittwoch hier in Berlin-West. Hab mich eigentlich mit einem Kumpel getroffen. Und hier sind wir noch ein paar mehr geworden. Insofern großes Potenzial für heute. Da fährt schon mal ein Teil. Und ich würde sagen, ich nehme euch heute einfach mal mit. Der Plan ist irgendwie so grob hier aus Berlin raus. Wir sind ja gerade in der Nähe noch vom Wannsee. Dann soll es rausgehen in Richtung Belitz über den Europaradweg. Also könnte eine schöne Runde werden. Und da vorne der Leuchtturm konnte man jetzt schwer erkennen wegen der Perspektive. Aber Roger Kluge ist mit am Start. Und der muss noch so ein paar Antritte fahren. Also gucken wir mal, ob der uns da alle abhängt und was er selber dann dazu sagt. Viel Spaß! Roger ist jetzt erstmal pissen, der ist jetzt fertig. Ersten viermal 10 Sekunden in 5 Minuten sind gemacht. Wir müssen jetzt rechts abbiegen, da hinten kommt die Gruppe. Und dann werden wir Roger gleich mal fragen, wie und was und warum eigentlich. Also weiter. So, wie versprochen, hier ist der Dicke. Achso, nee, Roger, sorry. Ja. Was hast du jetzt hier gerade veranstaltet? Ah, es war ein bisschen Muskelaktivierungssprint. 10 Sekunden sprinten, 50 Sekunden easy und auch eine halbe Kraft. Also ich bin ja am Anfang von einer langen Trainingsphase. Richtung Wettkampf und es war nur der Anfang. Also für mich war es auch hinten die 10 Sekunden easy. Spaß. Ja, aber sah auf jeden Fall gut aus. Heute ist der, was ist heute, der 16.06.? Ja. Irgend sowas? Ja. Wann geht es bei dir wieder los? Hast du schon Ziele? Anfang August, Polen-Rundfahrt. Das müsste der 5.08. glaube ich sein. Das war gut, das sind wir heute gar nicht so schlecht hier. Wir fahren ein bisschen durch polnische Straßen. Da kannst du schon mal üben. Ja. Wie oft machst du diese Serie heute? Noch zwei, aber ein bisschen abgewandelter Vornmann. Noch 15.30 und noch 20.40. Gut, wir werden das verfolgen. So, mittlerweile haben wir uns aus Berlin rausmanövriert über Potsdam und sind jetzt hier im wunderschönen Wildpark, fahren dann Richtung Geltow. Ein paar Leute werden es vielleicht kennen, die hier zu Hause sind. Also Berlin selber ist natürlich zum Radfahren so semi geeignet. Ne? Da geht es immer schön raus, raus, raus. Die Idee heute ist, dass es so knapp 120 Kilometer werden könnten, vielleicht 110. Mit einem schönen Bäckerstopp noch im Blankensee. Ja, wir versuchen natürlich weitestgehend hier die schönen Straßen zu fahren oder auch da, wo Radwege sind. Wir sind jetzt tatsächlich eine 8-Mann-Gruppe geworden. Das war gar nicht so geplant. Aber selbst das geht noch. Also Radwege nutzen immer, wenn es geht. Leute, macht das unbedingt. Ansonsten machen wir uns keine Freunde mehr bei den Autofahrern. Die alte Leier, man muss ja nicht noch Benzin ins Feuer gießen. Aber unsere Gruppe auf jeden Fall heute schön groß. Das ist die weltberühmte Kaffeefahrtengruppe. Und die heißt so, weil wir da so eine kleine WhatsApp-Gruppe haben. Die heißt einfach Kaffeefahrtengruppe. Ursprung des Ganzen ist eigentlich
dass man sich da mal verabredet hat, wenn man irgendwie eine kleine Runde fährt und noch einen Kaffee trinkt. Und inzwischen ist es aber eigentlich so Hauptkommunikationspunkt für alle, die mehr oder weniger regelmäßig und viel trainieren und so ein bisschen profitechnisch unterwegs sind. Also auf jeden Fall macht es Spaß. Fast komplett würde ich sagen. Fossi ist mit dabei, Mr. Besenwagen, der Pöbel Fossi, den kriegen wir vielleicht gleich auch noch mal ran. Walze ist mit bei. Ja, und dem Rutscher, alle anderen sind sehr, sehr gute oder auch ehemalige Rennfahrer, die einfach Bock haben und natürlich auch ein bisschen Zeit. Gucken wir mal, wo es jetzt noch so hingeht. Was ihr alle nicht wisst, Roger ist eigentlich der geheime Gravel King. Braucht noch mehr Widerstand beim Gravel. Und Conti hat seinen Gravelreifen auch nach Roger benannt. Gravel King. Ist er überhaupt von Conti? Ich weiß ja nicht. Naja, also, der Radweg hier wunderhübsch. Europa-Radweg. Jetzt kommen wir irgendwann dann in Bad Belzig raus, glaube ich. Und da geht es dann zur Spargelstadt Belitz. Und das drückt mal die Daumen, dass der hier keinen Platten hat. Möbeltransporteure. Ah ne, die suchen noch Möbelmonteure. So. Aber nur mit FS für 3,5T oder 7,5T. Also wenn ihr keinen FS habt, dann seid ihr auch keine MM. Ich wollte wieder ganz cool sein und mal oben ohne fahren gestern. Eine Stunde. Dafür wurden ja die Zeitfahrzeuge gemacht, oder? So mit Hose, dass man den runterklappen kann und dann... Zeig mal. Na, jetzt sieht man nicht viel, aber... Das war einfach nur mein Pulsabdruck, sieht man. Den müsste ich jetzt ganz ausziehen, aber ich entblöße mich ungern. Ja, jetzt haben wir erstmal grün. Oh, gehen wir noch länger. Fuck! Hinter die Walze! Ah. 15er Blatt Walze. Ja, stimmt, ich habe nur 15er Blatt, aber. So wie Cipollini, ja? Fahren wir hier gleich hoch oder wie oder was? Gerne hoch. Ja, oben ohne fahren ist halt nur was für Cipollinis oder richtige mediterrane Typen, so wie den da hinten, ne? Ja, wie im Mittelmeer, wo man halt segeln. Hast du den halt auch nicht eingecremt? Natürlich nicht. Ah. Der macht ja schon unter dem Trikot eincremen. Ich dachte, die sind jetzt alle so mit UV-Durchlässigkeit und so. Ja, ja, aber das ist okay. Also mit dem verbrennt sich nicht. Da kommt was an, dann wirst du braun, aber nicht rot. Ja, also auch Profis kriegen Sonnenbrand, so ist es. Wo wir gerade bei Walze sind, also die sind irgendwie alle abgebogen. Auf einmal waren sie weg. Abgefallen. Oder abgefallen, ja. Roger angetreten und dann war Ende im Gelände. Ja. Das ist halt der Unterschied zwischen World Tour und PKT, so wie Walze. Sorry, Alter, aber das wird nicht mehr. Du musst doch mal trainieren mit uns. Wo fahren wir denn jetzt hin, Roger? Ja, zum Mekka natürlich. Nach Blankensee, wo mich keiner kennt. Aber Paddy ist ja weltberühmt. Deswegen, ich arbeite an meiner Bekanntheitsdraht. Mann, Bekanntheitsdraht. Schneid das mal bitte raus. Fame, er meint Fame. Fame, ja. Immer diese schwierige deutsche Sprache. Diese weißen Dinger da rechts, das ist übrigens der Spargel. Ja. Also natürlich, der Spargel fährt auch hinter uns, aber der echte Spargel ist das rechts. Thank you.
hinter so einem Schrank wie Roger fährst, hast du natürlich auch ein bisschen Windschatten, ne? Also warum Caleb Ewan so gerne hinter Roger fährt, wissen wir jetzt alle. Über 1,90 und die geballte Power. Der ist nämlich gut breite, würde man jetzt in manchen Orten von Deutschland sagen. Ja, ansonsten haben wir jetzt 72 Kilometer weg seit dem Losfahren. Schöne Runde, wie gesagt. Sind jetzt gleich in Blankensee. Oder für meine amerikanischen Follower, we are on the way to Blanken Lake. Hey, Spaß beiseite, da gibt es gleich einen Stück Kuchen und ein bisschen was zu schlabbern. Kleines Getränk oder auch einen Kaffee. Aber der Wahoo sagt aktuell 25 bis 28 Grad. Hier ist jetzt zum Glück ein bisschen kühler. Mal gucken, ob es was Kaltes oder was Warmes wird. Oder vielleicht auch beides. Und von da ist es dann noch so knapp 40 Kilometer bis nach Hause. Also perfekt. Und wenn man im Blankensee ist, muss auf jeden Fall zum Bäcker fahren. Landbäckerei Röhrig. Werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich und leckerer Kuchen. Kann man ruhig mal machen. Und vor allem angesagtes Reiseziel für alle großen und kleinen Hobbyantilopen auf zwei Rädern. Achso, letztes Mal haben mich übrigens ein paar Leute gefragt, was ich hier für eine Klamotte anhabe. Das ist das Trikot der Legends von vor 2 Jahren. Grüße an dieser Stelle an Sascha Poth. Die Legends sind quasi ein Zusammenschluss von Jungs, die gerne und schnell Radfahren. Unter anderem auch mit dabei René Haselbacher. Die sammeln mit ihren Fahrten, vornehmlich beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da sammeln die halt Spendengeld. In den meisten Fällen werden da Kinder unterstützt, die hilfebedürftig sind. Also super Sache. Ja, und die Klamotten, die sind von RH77. Das ist auch die Brand, die Klamottenmarke von René Haselbacher. Also, geiles Zeug. Vor allem bei mir, wenn du einen dicken Bauch hast und du hast hier in der Mitte einen schwarzen Strich, macht so ein bisschen den Bauch weg. Kleiner Tipp für die Dicken. Da kann man ruhig ein bisschen zaubern. So, jetzt aber erstmal Kuchen, Kuchen, Kuchen! So, jetzt erstmal eine schöne Fleminger. Zu jeder, hier steht sogar drauf, zu jeder Pause. Ja. Zu jeder Pause, Waldmeister Brause. Gönn dir. Ja, jetzt wird man sich auch fragen, wo ist eigentlich der Rest von der Kaffeefahrtengruppe, jetzt wo es Kaffee gibt? Die sind tatsächlich abgebogen. Warte mal, ich gucke mal. Vielleicht sehe ich, wo sie noch sitzen. Ob sie noch sitzen? Wollt ihr eigentlich den Pöbelfossi aus dem Besenwagen noch mal kurz introducen, aber das müssen wir nachholen? Ja, nee, noch. Wir sind wieder unterwegs, aber noch nicht zu Hause. Dann hätte man auch mal sein neues grün lackiertes Kendall sehen können. Ja, vielleicht sieht man das ja. Da oben ist der Philipp und bewegt sich. Ja, Weg. Walze war auch da. Aber der ist auch abgebogen, weil der hat noch Termine. Kommt auf jeden Fall der kleine Hunger hier beim großen Roger. 20 Cent, ey. Da hat der Ossi wieder zugeschlagen. Ich bin nicht drüber weg. Du musst eigentlich noch 3 ins Trikot packen und nach Hause nehmen. Ja, kostet, sind sie alle weg. Mhm. Pünktlich um 12, die machen jetzt alle Mittag. Und die Rentner, müssen alle nach Hause, ja. Die Rentner hier in Blankensee haben hier pünktlich bis um 12 gesessen. Und dann haben sie gesagt, scheiße, ist ja schon Zeit. Wir müssen noch Kartoffeln schälen. Wir kennen jetzt von Fadi die Dokumentation vom Team INS Metalltechnik und ein paar andere Sachen. Aber was macht er eigentlich sonst so? Das kann ich euch ja mal kurz erklären. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich jetzt hier sowas mache. Allgemein ist ja gerade nicht so viel los, wird hoffentlich bald wieder besser, was so Sportveranstaltungen und so weiter angeht. Und ja, ich moderiere eigentlich bei Radrennen, bin Streckensprecher, zum Beispiel beim Medina 6-Tage-Rennen. Bin ich jetzt seit 3 Jahren dabei. Ich hatte was zu tun mit der Bahnrad-WM, auch beim Weltcup in Berlin. Im vorletzten Winter war ich mit dabei. Thüringen-Rundfahrt der Frauen und so weiter und so weiter. Dann versuche ich ein bisschen die Pressearbeit zu machen. Fürs Team P&S Metalltechnik macht er halt auch die Videos und die Dokumentation. Und der eine oder andere kennt mich vielleicht von den GCN Race Highlights, also GCN Racing. Gibt es immer bei den großen Rundfahrten, auf Deutsch allerdings auch einen eigenen Kanal, also GCN auf Deutsch. Da hört man hin und wieder meine zarte Stimme.
Wenn es darum geht, in wenigen Minuten und Sätzen das Renngeschehen zusammenzufassen. Ja, und da ist halt gerade nicht so viel los. Dementsprechend ist die Kriegskasse relativ leer. Ich bin mit dem ganzen Spaß selbstständig seit 2 Jahren. Hoffe mal, dass das bald wieder anläuft. Ja, und dachte mir halt, bevor ich gar nichts tue, kann ich ja hier wenigstens mal euch ein bisschen zeigen, was sonst so los ist. Und vielleicht ist ja auch einer von euch da draußen, der sagt, naja, warte mal, Kamera, Radsport, da kannst du ja ein bisschen mit umgehen. Kommt doch bitte mal zu mir, ich habe hier so eine Idee. Dann meldet euch doch einfach mal. Man weiß ja immer nicht, manchmal gibt es ja große Zufälle. Tja, ansonsten sind wir jetzt auf dem Rückweg vom Bäcker, noch ungefähr na, vielleicht 25 bis nach Hause. Roger und Enrico fahren jetzt hier gerade nochmal schön von vorne. Ich darf mich auch mal ein bisschen ausruhen. Roger hat gerade erzählt, Tour de France ist auf jeden Fall für ihn dieses Jahr auch geplant. Vorher gibt es nicht allzu viele Renntage, deswegen muss man alles ganz gut durchdenken. Mal gucken, ob man uns da auch noch mal gleich was zu erzählen kann. Jetzt erstmal Kreisverkehr. So, jetzt war er heute mal live dabei hier bei Paddy auf dem Rad und Teil der Kaffeefahrtengruppe. Andere Teile sind ja schnell wieder abgebogen. Wenn es euch irgendwie gefallen hat, könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen. Oder mir einen Kommentar runterschreiben. Den ganzen anderen Kram kennt ihr auch. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, vielleicht wollt ihr ja mal was über mein Rad wissen. Ich sitze hier auf einem richtig schönen BMC-Hobel. Meine Wettkampfhöhle sozusagen, obwohl ich keine Wettkämpfe fahre. Oder wenn ihr mal irgendwas testen wollt, schickt mir das zu. Ich setze mich drauf oder fahre damit. Also Möglichkeiten gibt es viele. Ich habe Zeit und ich habe die Kamera. Und wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, lasst es mich wissen. Jetzt cruisen wir erstmal nach Hause. Und wenn ihr auch mal diese Runde hier fahren wollt, weil ihr irgendwo vielleicht im Ohr. Wenn ihr auch mal diese Runde fahren wollt, weil ihr vielleicht irgendwo im Umland zu Hause seid hier von Berlin oder eben in Berlin, den Strava-Link zu der Ausfahrt, den kann ich euch ja unten mal reinbremsen in die Videobeschreibung. Ja, dann gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, jetzt ist es immer noch extrem warm, denn wir haben gerade 13 Uhr. Ansonsten fahrt immer schön vorsichtig, wenn es so warm ist wie jetzt, trinkt schön viel. Guckt auch ab und zu mal nach vorne. Am besten übrigens Wasser trinken, nicht zu viel Alkohol auf dem Rad. Macht sich nicht so gut, gerade wenn es heiß ist. Fahrt vorsichtig, seid nett zueinander und denkt dran, wenn euch andere Rennfahrer oder Radfahrer entgegenkommen, immer schön grüßen, denn man sieht sich immer zweimal. Und nach dem Motto mache ich jetzt Schluss. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Reinhauen, euer Paddy.